Hallo und herzlich willkommen zu der ersten, heftigsten und besten Stream-Duell, das man in Herrenberg, in Baden-Württemberg und vielleicht auch in ganz Deutschland finden kann. Dazu haben wir zwei ganz spannende Politiker eingeladen, die sind beide schon im Bundestag und die haben Bock auf eine zweite Runde und wollen heute zeigen, dass sie die beste Wahl sind. Daher kann ich jetzt praktisch ganz herzlich Herrn Marc Birdert von der CDU begrüßen. Hallo, Herr Birdert. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, Herr Hämmerle. Genau. Dann kann ich noch Herrn Markus Frohnmeier von der AfD begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Frohnmeier. Danke für die Einladung. Genau. Hier auch gleich der Hinweis an die Zuschauer. Wir haben zu diesen beiden Politikern schon Interviews aufgenommen. Das heißt, wenn ihr mehr zu diesen Politikern wissen wollt, dann schaut einfach auf unseren Kanal. Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen Zeit nehmen, die Politiker sich vorstellen zu lassen, damit auch diejenigen wissen, wer die Leute sind, die noch diese Videos noch nicht gesehen haben. Daher möchte ich Herrn Birdert erstmal fragen, so was sollte man zumindest über Sie wissen? Und als kleine Icebreaker-Frage, wen würden Sie gerne zum Essen einladen, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Egal wen. Also, ich würde gerne zum Essen einladen den Papst. Papst, Genau, okay. ich bin früher Ministrant gewesen in der St. Clemens-Kirche in Böblingen. Bin aufgewachsen mit Papst Johannes Paul II. Das war so der Papst in meiner Kinder- und Jugendzeit. Und ich würde jetzt mit dem aktuellen Papst gerne zu Abend essen und mit ihm über die Welt, aber über all die anderen Themen, die auch wichtig sind in der katholischen Kirche, aber eben auch darüber hinaus. Ansonsten, mein Name ist Marc Bjedertz, ich bin 42 Jahre alt. Ich bin der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete hier für unsere Heimat, den Landkreis Böblingen. Ich bin verheiratet, wir leben mit unserer Familie in Böblingen, dort wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Dort saß ich 10 Jahre lang im Böblinger Gemeinderat. Ja, und seit 4 Jahren habe ich einen Profivertrag in der Politik. Ich bin jetzt Bundestagsabgeordneter. Davor habe ich Politik im Ehrenamt gemacht, hier bei uns im Landkreis Böblingen. Engagiere mich vor allem in der Digital- und Arbeitsmarktpolitik. Ich will, dass die Arbeitsplätze auch in Zukunft hier bei uns im Landkreis Böblingen bleiben. Und dafür stehe ich und dafür steht auch die CDU hier bei uns im Landkreis Böblingen. Vielen Dank, das ist eine sehr interessante Antwort. Auf den Papst wäre ich jetzt nicht sofort gekommen. Genau, aber dieselbe Frage auch an Herrn Frohnmeier. Was sollte man zumindest über Sie wissen und wen würden Sie gerne zum Essen einladen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben? Ich würde, glaube ich, auch dann so rum beginnen, also sehr, sehr gerne mal Peter Scholl-Latour. Das Ganze würde sich aber technisch ein wenig schwierig gestalten, weil er leider nicht mehr unter uns ist. Aber das wäre sicherlich höchst interessant gewesen, gerade mit Blick auf Afghanistan und so weiter, was er denn dazu sagen würde. Ansonsten, was sollte man zu meiner Person wissen? Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet, Vater von 2 Kindern. Ein Sohn, der jetzt 4 Jahre alt ist, meine Tochter ist 4 Monate alt. Und für die AfD im Deutschen Bundestag bin ich seit 2017 Abgeordneter und leite dort die Entwicklungszusammenarbeit, also bin entwicklungspolitischer Sprecher. Außerdem leite ich jetzt seit 2 Jahren die AfD hier in Baden-Württemberg stellvertretend und möchte natürlich auch gerade hier, wenn ich auf unseren Landkreis schaue, sicherstellen, dass wir weiterhin ein interessanter und stabiler Wirtschaftsstandort sind. Und da muss man natürlich die ein oder andere Entwicklung auch kritisch ansprechen, was ich und meine Partei immer wieder im Deutschen Bundestag auch tun. Auch eine sehr spannende Antwort von Herrn Frohnmeier. Jetzt juckt es schon jedem unter den Fingern bzw. unter der Zunge. Deswegen starten wir einfach gleich mit dem Hauptthema. Im Prinzip geht es eigentlich darum, ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Parteien herauszukristallisieren unter der Überschrift politische Meinungsbildung. Worum geht es da? Da geht es darum, wie informieren sich die Bürgerinnen und Bürger, also auch ihr Zuschauer, und zum anderen auch, wie informieren sich denn die Politiker denn und auf was basiert ihre Entscheidung? Da möchte ich doch gerne mit Herrn Birdert anfangen. So mit was, also wenn Sie jetzt praktisch sich informieren wollen, ja, und zu einem Thema sich sicher sein wollen, dass Sie wirklich informiert sind, wo gehen Sie hin oder was lesen Sie, was gucken Sie sich an?
Also ich glaube, für mich ist es erstmal wichtig zu wissen, besteht ein Problem oder besteht eine Herausforderung, die wir angehen müssen? Bei einem Problem versuche ich erstmal eine Analyse für mich selber zu machen. Schätze ich das Problem genauso hoch ein, wie es vielleicht die Medien, wie es der politische Mitbewerber einschätzt? Oder sage ich, na, das Problem ist für mich eher eine Herausforderung. Also wie kann ich es positiv angreifen? Und dann versuche ich mich eben durch vor allem Fachexperten. Politiker müssen immer wieder lernen, sie können nicht alles wissen und ich erst recht nicht, weil wir sind alle nur begrenzt, auch in unseren Fähigkeiten, Sachen aufzunehmen. Also mein allererster Schritt, wenn ich ein neues Thema habe, den Telefonhörer, das Handy in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wer kann mir Themen vielleicht mitgeben, die vielleicht drumherum auch kreisen, damit ich auch den Gesamtkontext sehen kann. Und dann im Diskurs mit meinen Mitarbeitern, aber auch mit politischen Weggefährten zu analysieren, wo müssen wir jetzt an diesem Problem bzw. diese Herausforderung herangehen. Also ich brauche mir oder ich hole mir immer ein großes Meinungsspektrum und versuche dann letztendlich auch meine eigene Meinung daraus zu bilden, beziehungsweise meinen Weg, wie ich da herangehen will. Aber da gehören alle Medien mit dazu, also vom Googlen bis zu Wikipedia, bis zu den Nachrichten. Ich schaue, also für mich ist die Tagesschau um 20 Uhr, wenn ich denn zu Hause bin, oder dann die Tagesthemen oder das Heute-Journal sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, um mich einfach zu informieren. Und dann geht es an dem Abstrahieren von den allem, was man gelesen, was man gehört hat, was man am Telefon mitbekommen hat. Und dann ist die Meinungsbildung angesagt. Dann dieselbe Frage auch an Herrn Vohmeier. So, wenn praktisch eine Entscheidung ansteht, so, wie informieren Sie sich da, um eine möglichst informierte Entscheidung da heraus, also ja, sich informiert zu entscheiden, genau. Also zunächst einmal ist es, glaube ich, heute relativ schwierig, weil es ein relativ großes Spektrum an Angeboten gibt, im Social-Media-Bereich, aber auch Print-Bereich, herkömmliche Medien und dann eben auch aus der Wissenschaft. Und ich glaube, was für uns ganz wichtig ist und auch für mich immer, wenn ich mir versuche, Meinungen zu etwas zu bilden, dass ich versuche, insbesondere auch Wissenschaft heranzuziehen, aber eben für den Erkenntnisgewinn. Also ich möchte nicht, wie wir das mittlerweile teilweise auch erleben, dass gerade in der Corona-Debatte, dass Wissenschaftler herangezogen werden, die ein Stück weit dann eigentlich schon die Politik mit beeinflussen oder machen. Also wir haben, die Bild-Zeitung hat mal geschrieben, wir dürfen nicht von Virologen regiert werden. Und da kann ich nur zustimmen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, wo der vermeintliche Experte schon versucht, eben aus den Erkenntnissen, die die Wissenschaft eben ziehen kann, deren Bewertung aber der Politik obliegt. Also wir müssen dann eben aus dieser Erkenntnis Handlungsschritte ableiten. Da muss man schon aufpassen, dass man diese Aufgabe auch selber wahrnimmt und sich nicht zu sehr eben von vermeintlichen Experten dann leiten lässt. Und klar, wenn ich mir die heutige Medienlandschaft anschaue, dann ist es natürlich schwierig. Wir haben auf der einen Seite alternative Medien, die eben in Teilen kritisch begleitet werden von alteingesessenen Medien, also insbesondere Printmedien, die vielleicht auch den Social-Media-Bereich verschlafen haben und diese neuen Wettbewerber deshalb nicht schätzen. Und dann haben wir natürlich die besondere Situation in Deutschland, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, den wir als Partei im Übrigen kritisch begleiten. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja über das Informieren hinaus mittlerweile auch viel bewertend agiert. Wenn ich mir Rundfunkräte anschaue, dann sind da eben Vertreter der Parteien mit drin, häufig auch Familienangehörige von Politikern mittlerweile. Und auf der anderen Seite habe ich private Medien, wo sich halt tatsächlich auch Parteien, ja, in Medienkonglomeraten beteiligen. Ich denke an die SPD und die WAZ-Mediengruppe. Und das macht es natürlich schwierig, die in Anführungszeichen Wahrheit oder objektive Berichterstattung heute noch rauszufiltern. Und da muss man sich, glaube ich, breit aufstellen, man muss hinterfragen und man muss immer vorsichtig sein, wenn jemand für sich die sogenannte absolute Wahrheit beansprucht. Ja? Und ich glaube, da fährt man dann letztendlich ganz gut, wenn man sich aus Social Media informiert, aber eben auch aus herkömmlichen Printmedien und eben Gespräche mit Experten etc. führt, auch mit dem eigenen Büro. Und so kommt letztendlich die Meinungsbildung zustande. Also jetzt haben Sie schon viel gesagt. Also Sie sehen auch ein bisschen die Wissenschaftler kritisch, habe ich rausgenommen. Sie haben jetzt einen Rundumschlag gemacht über die Medien und
wie Sie sich sehen. Da hätte ich jetzt noch kurz eine Frage. Da haben wir, glaube ich, einen klaren Unterschied, Herr Hermerle. Genau. Ja. Ich glaube, Herr Frohnmeier geht erstmal mit einer negativen Brille an die Sachen ran. Und das ist nicht mein Blick. Ich versuche, man kann natürlich jeden, wir wissen selber, man hat 5 Anwälte und man hat 5 verschiedene Meinungen. Ich bin jetzt selber kein Jurist, deswegen will ich den Juristen das auch lassen, so wie sie argumentieren. Wir haben es natürlich auch in der Wissenschaft. Es gibt Wissenschaft und es gibt Wissenschaft, die unterschiedliche Herangehensweisen haben. Trotzdem ist das Wichtige in der Wissenschaft, immer wieder zu hinterfragen, zu falsifizieren. Also den Erkenntnisgewinn, den ich habe heute, muss ich morgen hinterfragen, ob er noch genauso ist. Aber immer mit einem positiven Aspekt. Deswegen diesen Rundumschlag, ja, wer jetzt alle, sag ich mal, die Bösen sind und wer die Guten sind, das obliegt mir nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Für mich ist, für mich zu bewerten als Politiker, als Volksvertreter. Ich möchte versuchen, alle möglichen Meinungen oder als Volkspartei zu inkludieren und dann abzuwägen. Aber ich gehe immer positiv dran. Das ist übrigens auch mein christliches Menschenbild. Ich gehe erstmal positiv an jeden ran, auch an den politischen Mitbewerber und nicht einmal gleich die schwarze Brille aufzuziehen und zu sagen, wo könnte etwas, eine Verschwörung dahinter sein. Das ist nicht mein Ansatz und ich finde auch der Ansatz eher mit einem positiven Blick in die Menschheit, mit einem positiven Blick eben auch in die Medien reinzugehen. Und dann kann man auch gerne kritisieren, wenn einem etwas nicht gefällt. Aber grundsätzlich versuche ich erstmal mit einem offenen, ja, und auch mit einem freundlichen Geist reinzugehen. Vielleicht direkt dazu. Also das ist schon ein bisschen Polemik, wenn man dem anderen jetzt gleich entgegnet, er würde schwarz malen. Da kann ich natürlich sagen, naja, dann vielleicht die rosarote Brille mal abziehen. Man kann sowas ja auch ganz nüchtern betrachten. Also die werden mir ja nicht widersprechen, dass die Rundfunkräte von Parteien besetzt sind, dass es dort Mehrheiten auch in Parteien gibt oder Vertretung von Parteien in Rundfunkräten, dass es familiäre Verflechtungen gibt. Welche familiären Verflechtungen? Ach, die Frau von Herrn Schäuble ist mittlerweile Intendantin. Also von dem, Entschuldigung, nicht von Herrn Schäuble, von Herrn Strobel, also dem Schwiegersohn, so rum. Und das sind natürlich Dinge, die ich kritisch sehe, ja, wenn das familiäre in die Medien geht und der eine ist in der Politik tätig, die Ehefrau ist dann die Intendantin. Ehefrauen von Politikern dürfen bei Ihnen nicht mehr einen Beruf ausüben. Finde ich auch interessant. Das ist jetzt wiederum eine Zuspitzung gerade. Ja, aber Herr Frohnmeier, naja, schauen Sie mal, wir wollen doch eine freie. Lassen Sie mir meine Meinung und ich lasse Ihnen Ihre Meinung und die akzeptiere ich auch. Und alles gut. Aber damit leben, wenn ich sage, dass ich halt positiv an die Menschheit rangehe und nicht erst das Kritische heraussuche. Und das ist auch das Geschäftsmodell der AfD. Was ist schlecht? Das ist okay. Das dürfen das meinte auch ich jetzt eben mit rosa-roter Brille gerade. Ich habe also, keine rosa-rote Brille. Ganz ehrlich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ja, ich wollte es gerade noch zu Ende ausführen, wenn Sie erlauben. Sie müssen mir nicht erzählen. Ich war gerade noch dran. Ich will nur den Satz kurz zu Ende führen. Also wir haben Rundfunkrat. Ich hatte gerade quasi die Verstrickung da aufgezählt. Also nochmal, bitte an die Zuschauer, Verstrickungen finde ich, das ist mir zu einfach. Darf ich ganz kurz das zu Ende ausführen? Naja, also nochmal, wir haben die Politik, dann haben wir die Medien. Medien können Sie in 2 Kategorien teilen. Sie haben zum einen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der wird eben von der Politik mit kontrolliert. Das ist auch entsprechend ja so kodifiziert. Und Sie haben zum zweiten private Medien. Und da gibt es natürlich Beteiligungen von Parteien, ja, also bei Mediengruppen. Und Sie wissen, wer die Rechnung bezahlt, der bestellt in der Regel auch. Und dass es da Medien gibt, die natürlich einem bestimmten politischen Spektrum stärker gewogen sind, nehmen wir mal die Taz oder andere Zeitungen, das ist, denke ich, offenkundig. Außer Sie sagen auch hier wieder, das kann ich alles nicht erkennen, ne? Ich lasse das jetzt mit der rosa-roten Brille in Zukunft weg, aber ich gehe da halt anders dran. Ich versuche das so nüchtern wie möglich zu betrachten und muss eben feststellen, okay, das ist vielleicht auch der Grund, warum sich starke Social-Media-Medien eben mittlerweile etablieren konnten, weil dieses herkömmliche Spektrum aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk und aus normalen Printmedien offensichtlich nicht mehr so die Leserschaft oder den Bürger bewegt und bedient, wie das früher der Fall wäre. Was dafür spricht, ist, dass Jobs abgebaut werden müssen dort in dem Bereich und dass eben die sozialen Medien, die alternativen Medien immer stärker wachsen.
Trotzdem interessant, beim letzten Fernsehduell, Triell, am Sonntag, 10 Millionen Einschaltquoten bei ARD und ZDF, beim recht öffentlichen Rundfunk. Also ich nochmal, ich akzeptiere Ihre Meinung, ich ist nicht meine Meinung, ich gehe halt eher mit einem anderen Blick in die Welt. Und natürlich gibt es Journalisten, die haben eine linkere Meinung, es gibt Journalisten, die stehen in der Mitte, es gibt Journalisten, die stehen, haben eine rechtere Meinung, so wie wir das auch haben. Sie haben Ihre politische Meinung, ich habe meine politische Meinung. Trotzdem gehe ich positiv an die Sachen ran, weil ich glaube, etwas zu bewegen, muss man erstmal positiv an die Sache herangehen. Und man muss sich überlegen, wie kann man auch ein Problem und eine Herausforderung mit allen Quellen, mit der Wissenschaft, mit den Medien, auch wenn sie mir vielleicht manchmal nicht gefallen, mir gefällt auch nicht alles im Leben. Und trotzdem versuche ich aber aus diesem ganzen Spektrum eine politische Bildung, eine politische Meinung mir zu machen und dann eben an die Herangehensweise zu gehen. Und ich glaube, das unterscheidet uns beide. Und das ist auch okay. Das ist okay. Dafür sind Sie Gut, in der AfD und ich in der dann CDU. sind Sie quasi das Glücksbärli, das ganz happy an die Sachen rangeht, und ich bin der mit der schlechten Laune. Das habe ich nicht gesagt. Aber was ich, gehen Sie aber, doch, gehen Sie doch ein bisschen positiver an die Sachen ran. ich, meine, Versuchen ich Sie lächle nicht. jeden Tag, Ja, jeden Morgen, wenn ich aufwache, in den Spiegel rein und freue mich, dass ein neuer Tag angebrochen ist. aber Herr Frohnmeier, Aber versuchen Sie nur doch ganz auch mal kurz, als darf AfD. ich Sie konkret fragen? Wenn 2/3 der Volontäre vom ARD angeben, dass sie mittlerweile eher linke Parteien wie die SPD, die Grünen und eben auch die Linkspartei wählen, unterstützen und selber mittlerweile auch in Befragungen angeben, dass sie glauben, dass sie eben als sogenannte Haltungsjournalisten eine Art gesellschaftlichen Auftrag erfüllen müssen, finden Sie es nicht bedenklich? Okay. Gegenfrage: Wollen Sie eine Polizei einführen, die mich bei meinem Praktikum und Volontariat erstmal befragt, welche politische Meinung ich habe? In diesem Land möchte ich nicht leben, Herr Frohnmeier. Danke. Ich habe noch eine Frage. Ja, aber da Nee, würde jetzt ich machen wir kurz also. gerne darauf antworten können. Darum ging es mir Kurz. jetzt gar nicht, dass Nee. irgendwie hier ein Gesinnungstest Doch, eingeführt werden soll. das ist ein Gesinnungstest, Nee, also deswegen. dann macht es, dann machen diejenigen, die solche Studien erheben, Gesinnungstests. Und Aber was ich, wollen Sie denn naja, jetzt ich will, sagen? da, Sie ich will wollen jetzt damit wieder nur Ängste sagen, schüren, Sie nein, wollen nein, wieder Leute Moment, in eine Ecke stellen ich könnte und es Herr Ihnen sagen, Frohnmeier, wenn das Sie mich aussprechen lassen. ja, aber Also, was ich ich finde, wir damit drehen uns sagen gerade im will, Kreis bei der alles gut. Diskussion. Wir haben eine unterschiedliche Meinung da dazu. Ich glaube, Ich würde nur wir ganz kurz sollten den weitergehen. Satz, weil ich einen Gedanke begonnen habe, den zu Entschuldigung. Ende bringen wollen. Sie Also, machen aber viele Gedanken und wir kommen nicht weiter, Herr weil ich Frohnmeier. immer wieder unterbrochen werde. Ah, Sie reden auch relativ Okay, lang. ja, eine darf ich? Wortmeldung, okay? Wunderbar. Also, der Punkt ist doch der, dass Medien natürlich auch ein Meinungsspektrum abbilden müssen. Und da sollte man dann schon schauen, dass vielleicht diese sogenannte Haltung wieder in den Hintergrund rückt. Es geht doch beim Journalismus darum, zu schreiben, was ist und nicht, was man denkt. Und ich meine zumindest, vielleicht widersprechen Sie mir da wieder, dass heute viele Journalisten sich als Aktivisten begreifen. Okay, nächstes Thema. Also ich meine, wir haben uns jetzt ein bisschen im Kreis getreten bezüglich Journalismus und wie zuverlässig jetzt die Journalisten oder die Medienlandschaft ist. Jetzt das nächste Thema im Bereich politischer Meinungsbildung ist ja ein, sage ich jetzt mal, etwas Neueres, nämlich Social Media. Und also das ist aufgekommen, dass immer mehr Menschen nutzen Social Media und informieren sich da auch, bilden da ihre Meinung, geben ihre Bilder, ihre Meinung weiter. Und da ist ein bisschen die Frage an Sie, Herr Dierdatz. Nutzen Sie denn jetzt eigentlich Social Media? Wahrscheinlich schon, aber welche nutzen Sie aktiv und welche am meisten? Erstmal so ganz entspannt. Wir bleiben auch entspannt. Ja, Ist ja auch ein bisschen, wir wollen ja in einem Wahlkampf auch Unterschiede herausfinden und ich genau. glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, Social Media ist, und Herr Frohnmeier hat es richtig gesagt, ist wichtig geworden. Und ich glaube, alle Parteien nutzen Social Media. Für mich ist, merke ich gerade Instagram, da wachse ich unheimlich. Man merkt so ein bisschen Facebook, langsam ein bisschen weniger, ist auch nicht mehr so ganz von der Schnelligkeit her. Also Instagram ist unheimlich schnell, natürlich Twitter. Eben, aber auch natürlich das ganz Normale, die Homepage. Die Homepage wird bei mir unheimlich oft angeklickt, weil sich die Menschen dort Informationen holen. Wann habe ich meine Bürgersprechstunde? Wo bin ich im Landkreis Böblingen unterwegs? Und ansonsten glaube ich, wird Social Media in den nächsten Jahren wichtiger werden. Ja. Trotzdem glaube ich aber, dass Social Media genau ein Kanal ist, wie alle anderen, also von der Zeitung bis zur persönlichen Ansprache, ob man bei den Menschen draußen ist oder ob man eben dann das verlängert über Social Media, wie gerade über Instagram, da zählen Bilder vor allem.
Ich nutze das sehr intensiv. Ich begleite gerade meinen Wahlkampf sehr stark auch, dass eben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Böblingen sehen, hey, wo ist der Marc Bjerdatz heute Morgen gewesen in Renningen an der S-Bahn und heute Abend hier in Herrenberg bei Local Politics. Ist nachher auch bei mir in Instagram und Facebook. Perfekt, sehr gut. Dann, Herr Brunmeier, welche Medien nutzen Sie denn so aktiv und welche am meisten oder am liebsten? Also tatsächlich vielleicht am herkömmlichsten noch Facebook. Das sind so 36.000 Follower dort auf der Seite. Und Instagram habe ich jetzt auch stärker wieder angefangen. Das war für mich so ein bisschen, ja, also da hatte ich immer so die Idee, da wird halt Essen und anderes fotografiert. Aber ja, man kann natürlich andere Zielgruppen nochmal damit erreichen. Telegram spielt schon eine wichtige Rolle, weil immer mehr Leute eben auch kritisch herkömmlich Messengern gegenüber sind und zumindest meinen, dass sie dort eben maximal Freiheit haben. Also im Grunde eigentlich diese Bereiche. Ich finde es eine wichtige Komponente. Ich glaube aber, dass ein bestimmtes parteienpolitisches Spektrum sich nicht komplett darauf fixieren sollte. Wir haben im US-Wahlkampf gesehen, dass eben Big Tech sowas halt auch mal abschalten kann. Und man dann eben Wähler, Nutzer und Unterstützer nicht mehr erreicht. Insofern, glaube ich, sollte man sich nicht ausschließlich darauf verlassen. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass aufgrund der Algorithmen jeder, egal ob das jetzt der Herr Biratsch oder ich ist, so ein bisschen dann, was die Informationen, die einem angezeigt werden, im eigenen Saft dann schmort. Also mir wird dann halt in der Regel angezeigt, was ich oder auch meine Follower konsumieren. Was eben mitunter dazu führt, dass man vielleicht Artikel oder Dinge, die man sonst früher gelesen hätte, wenn man bei der herkömmlichen Tageszeitung bleibt, eher nicht mehr sieht. Und darum warne ich davor, sich nur darauf eben zu verlassen und darüber zu informieren. Aber klar, für den Wahlkampf ist es für alle Parteien, denke ich, eine wichtige Komponente. Ich habe da jetzt gerade noch, da kam gerade eine Frage rein von Peter Kessler. Der wollte beide fragen, wie viele Follower Sie haben. Ich meine, Sie haben es ja schon beantwortet mit 36.000, glaube ich. Können Sie noch mal sagen, wie viele Follower Sie Auf haben? welchen Kanälen jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Ist, Genau, Facebook oder genau. Instagram haben Sie ja Also genannt? Facebook 3.500 und auf Instagram sind wir jetzt bei den 3.000 bald. Ich glaube, da ist der Herr Frohnmeier ein bisschen schlechter unterwegs. Aber ganz ehrlich, mir geht es auch nicht um Zahlen. Deswegen, Herr Kessler, es geht darum, wo sind die Leute? Und ich bin stolz darauf. Alle meine Follower kommen aus dem Landkreis Böblingen. Also dort, wo ich der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete bin, für was ich Politik mache. Ich mache nicht Politik jetzt, um irgendwo in China oder in São Paulo gesehen zu werden oder in Russland, sondern ich möchte hier meine Politik machen. Deswegen habe ich meine Follower vor allem im Landkreis Böblingen und das ist auch gut so. Ich habe jetzt praktisch eine Frage, mit der ich Sie beide diskutieren lasse. Aber nochmal der Hinweis an die Zuschauer, wenn Sie Fragen oder wenn ihr Fragen habt, gerne reinschreiben. Ihr habt gerade gesehen, ich habe eine Frage schon reingenommen. Dann kann ich die gleich stellen. Aber jetzt an beide die Frage, sehen Sie jetzt praktisch bei der Nutzung von Social Media Bedarf an der Politik, dass die Politik da irgendwie regulieren sollte? Ja, also sollte, weil es gibt ja verschiedene Probleme im Bereich Social Media, also zum Beispiel Shitstorms ist eine Komponente oder eine andere wäre die sogenannte Echo Chamber, wo man praktisch nur das liest und hört, was andere oder von anderen, die gleiche Meinung haben. Sehen Sie da irgendeinen Bedarf, Herr Frohnmeier? Also ich bin zunächst jemand, der vor zu viel staatlichen Eingriffen warnt. Ich glaube, wir kommen mittlerweile schon in den Bereich eines Nannystaats, ja, der sich in alle möglichen Lebensbereiche einmischt. Und ich denke nicht, dass es jetzt Aufgabe des Staates ist, das Nutzerverhalten etc. mit neuen Gesetzen noch weiter zu reglementieren. Ich sehe aber natürlich, und ich habe es ja auch gerade in meinem Vortrag kurz angesprochen, bestimmte Risiken. Da würde ich aber eben auch auf die Anbieter bauen. Und das kann man über Gespräche, das kann man über Roundtables und so weiter versuchen zu lösen, dafür zu sensibilisieren. Aber ich bin dagegen, dass immer gleich für alle, für alles, was angeblich nicht funktioniert, irgendwelche Gesetze geschaffen werden und der Staat hier dann eingreifen muss. Sie hören wir das? Die Realität hat das Problem schon ein bisschen auch gelöst. Die großen Unternehmen, also Facebook, Instagram, was ja auch eine Firma ist,
sich selbst dazu verpflichtet, gerade bei Hate Speech, bei menschenverachtenden Posts selber zu regulieren und zu sagen, das muss dann wieder von der Plattform runtergehen. Wir haben es bei Trump gesehen. Twitter hat gesagt, irgendwo ist auch Schluss. Wenn man aufruft, ein Parlament mehr oder weniger zu stürmen, das sollte man eben nicht twittern. Und da endet dann auch irgendwann die Meinungsäußerung über so einen Kanal. Und deswegen finde ich es gut, dass diese Unternehmen eine Selbstverpflichtung haben, einen eigenen moralischen Kompass auch, um eben zu gucken, wo ist es menschenverachtend, wo ist es antisemitisch, wo ist es ausländerfeindlich, wo ist es eben, wo wird die Würde des Menschen verletzt. Und deswegen bin ich froh, dass gerade hier auch bei uns in Deutschland und ich weiß davon auch von Facebook und Instagram, die schauen da sehr stark drauf, eben sowas auch zu regulieren bzw. drauf zu gucken. Es ist auch nicht ganz einfach, das muss ich auch sagen. Natürlich, wo fängt menschenverachtend an für einen, der es vielleicht anders interpretiert, beziehungsweise wie will man das nachher auch eingruppieren. Aber ich finde, glaube ich, gut, und in den letzten Jahren hat sich da vieles getan, dass da eben auch drauf geachtet wird. Und von daher, glaube ich, hat der Staat seine Rolle, darauf zu gucken, sobald es eben gegen die Verfassung geht, sobald es gegen die Menschenrechte geht, auch einzuschreiten. Aber ansonsten, glaube ich, sind die Unternehmen da sensibilisiert und schauen drauf. Jetzt kurz einen Kommentar, glaube ich, als Reaktion auf Sie von Nicoletta Andriana. Diese Unternehmen, also Facebook und Co., sind relativ einseitig. Mhm. Also haben natürlich ihre Teams und versuchen natürlich das Bestmöglichste zu tun, den Hate Speech aus den Plattformen zu bekommen. Aber ich glaube, die Kritik ist hier, glaube ich, dass die schon biased sind. Also sind Unternehmen wirklich die Instanz, die das entscheiden sollte? Also vielleicht kurz mal dazu, wenn auf Twitter der Sprecher der Taliban munter seine Nachrichten verbreiten kann, aber dann irgendwie US-Präsidenten abgeschaltet werden, dann finde ich das natürlich schon kritisch. Also die Medien haben natürlich die Plattformen, das war mein Hinweis vorhin, eine ganz massive Macht, weil sie eben Reichweite haben. Und wenn sie einseitig hier entscheiden, wer darf quasi diese Reichweite noch nutzen, also dann wollen Sie doch, dass der Staat eingreift. Gerade eben sagen Sie, der Staat soll nicht eingreifen, Herr Frohnmeier, und jetzt sagen Sie, Sie vertrauen nicht diesen Unternehmen. Nein, nein. Und ich habe gerade eben auch sehr deutlich ja gesagt, natürlich ist es immer eine... Ich wollte meinen Satz gerne wieder zu Ende führen können. Aber Sie fragen auch Herr Frohnmeier. Ja, aber ein bisschen Sie, ich habe gelernt, wenn jemand eine Frage stellt, dann lasse ich ihn auch aussprechen und unterbreche ihn nicht mitten in der Frage. Also ich wollte, jetzt kriege ich Hilfe hier schon, ne? Wunderbar. Ich würde aber ein bisschen kürzer auch prägnanter werden, Herr Frohnmeier. Dann können wir schnell, gerne, dann können wir dann auch kann ich mal einen Kurs bei Ihnen machen. Ich befürchte, Sie stehen mir in nichts nach da. Aber wir waren jetzt gerade bei der Frage und ich habe gleich das Thema vergessen. Also der Punkt ist doch der, dass wir natürlich schon kritisch auf die Konzerne schauen müssen. Wenn ich sage kritisch, bedeutet es nicht immer, dass ich will, dass der Staat sofort über Gesetze und ähnliches Konzerne reglementiert. Aber eines ist natürlich schon ein Problem, wo man drüber diskutieren muss. Und ich finde, es lohnt auch. Was dürfen eigentlich diese Plattformen und wen können sie vom Diskurs ausschließen? Und mein Punkt war einfach nur, dass da Bedarf da ist. Da muss man natürlich darüber sprechen, auch kritisch mit diesen Unternehmen, weil ihnen mittlerweile eine ganz massive Macht zukommt, gerade auch mit Blick auf Wahlen in Ländern. Gut. Damit sind wir schon relativ weit fortgeschritten in dem Stream und ich wollte schon ein bisschen anfangen mit der vorletzten Frage, die auch ein bisschen provokativ, auch ein bisschen gestellt ist, gebe ich zu, nämlich die Frage ist, was wollten Sie der jeweiligen anderen Partei schon immer mal sagen? Also Sie, Herr Bierlatz, was wollten Sie der AfD sagen? Schon immer mal. Ach, es gibt sicherlich vieles zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir im Deutschen Bundestag mit den Kolleginnen und Kollegen der AfD mehr über inhaltliche Debatten uns auseinandersetzen und eben nicht immer nur über einfache Fragen, einfache Antworten. Ich finde, die AfD hat da so ein bisschen ihr Rezept gefunden. Da würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr über inhaltliche Punkte reden. Was ich Herrn Frohnmeier schon mal immer sagen wollte, ich hatte ja kürzlich unseren Gesundheitsminister, den Jens Spahn, da. Sie haben eine Demonstration angemeldet, was ihr gutes Recht ist. Ja? Meinungsfreiheit ist absolut richtig. Apartheid beim Thema Impfen,
ob das Thema und ob die Überschrift wirklich so gut gewählt worden ist, das würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen lassen. Ich fand es einfach nur ein bisschen komisch, wie Sie da auch praktisch das Wort erhoben haben und so ein bisschen auch nach meiner Meinung auch gegen unsere Veranstaltung einfach negativ eingewirkt haben. Das fand ich nicht nett. Unter Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag hätte ich mir da eine andere Herangehensweise gewünscht, aber ich respektiere das natürlich. Ich persönlich hätte das nicht gemacht, weil wenn Sie eine Veranstaltung machen, dann lasse ich Sie die in Ruhe machen, weil ich glaube, das gehört sich unter Demokraten so. Dann dieselbe Frage an Sie, Herr Frohmeier. Was wollten Sie schon immer der CDU oder jeder sagen? Dass ich natürlich auch viel lieber Inhalte diskutiere, dass es aber tatsächlich immer schwierig ist, weil sie dazu neigen, dem anderen es mal abzusprechen, dass er über Inhalte spricht. Also nach dem Motto, die AfD hat immer einfache Rezepte, einfache Lösungen. Wenn ich damit quasi schon die Unterhaltung beginne, dann wird es natürlich im weiteren Verlauf schwierig. Ich glaube nicht, dass wir einfache Rezepte und Lösungen haben, sondern dass die Punkte, die wir ansprechen für die CDU, die sehr, sehr lange in Regierungsverantwortung in diesem Land ist, natürlich in Teilen auch unangenehm ist. Und da macht man sich es zu einfach, wenn man das immer wegwischt mit, ihr simplifiziert und habt keine Lösungen zu bieten. Da würde ich schon bitten, dann lassen Sie uns mal in die inhaltliche Debatte auch einsteigen. Und der zweite Punkt vielleicht noch zu der Demo, um da zu entgegnen. Impfapartheid. Also wissen Sie, für mich ist es kein Spaß, wenn man tatsächlich versucht, Personen, die für sich sagen, und das respektiere ich auch, also ich persönlich bin geimpft, aber es gibt halt Leute, die gute Gründe haben, warum sie eben keine Impfung an sich durchführen lassen wollen. Und das muss man respektieren und die kann man nicht quasi in Teilen durch die Hintertür vom gesellschaftlichen Leben, wie es jetzt auch hier in Baden-Württemberg unter CDU-Beteiligung stattfinden soll, mit 2G und so weiter, quasi am Alltag in Teilen ausschließen. So empfinden die Bürger das nämlich und dann haben wir tatsächlich zwei Klassen. Wir haben Geimpfte, wir haben Ungeimpfte. Die Geimpften haben mehr Privilegien wie die Ungeimpften. Und die Logik dahinter, vielleicht können Sie mir das im Anschluss noch erklären, die verstehe ich nicht, weil ich als Geimpfter kann mich genauso anstecken, ich kann genauso Überträger sein. Warum habe ich mehr Privilegien wie eine Person, die eben ungeimpft ist? Vor allem bei einer Viruserkrankung, die sich immer wieder auch verändert. Das haben Sie auch selber schon mehrfach festgestellt. Und vielleicht noch dann letzter Satz zum Protest an sich. Unsere Demonstration ging bis 20 Uhr. Dort gab es eigentlich keine Vorfälle und keine Störung von Ihnen. Da ist Jens Spahn noch nicht mal da gewesen. Und dann wurde die Demo auch beendet. Und ich glaube, bei einem Anliegen, das uns Bürger jetzt seit 1,5, 2 Jahren so massiv auch im Alltag einschränkt und begleitet, da darf man auch mal emotionaler sein, da darf man auch mal lauter sein. Ich habe keinen von Ihnen persönlich beleidigt oder angegriffen, sondern wenn Sie mir zugehört hätten, dann habe ich natürlich die Punkte, die mich umtreiben, insbesondere was Kinder anbelangt auch und die Einschränkungen, die Kinder versus Erwachsene, die gemessen an den Kindern so gut wie keine Einschränkungen eben mehr erleiden müssen, die habe ich natürlich vorgebracht. Was ich auch ausdrücklich sagen will, Aber nicht der letzte Satz, Herr Frommer. Sie ein sagen Moment, mir gerade eben, was ich dass auch ich zu lange ausdrücklich, rede und Sie reden wirklich ohne warten Sie Punkt ganz und kurz Komma. noch, Nee, sorry. was ich noch Also, sagen will, was ich schade. auch ablehne und nicht richtig finde, ist, wenn Ihre Veranstaltung dann mit Megafonen, also ich hatte die Bilder gesehen, dass gegen Abend, als dann tatsächlich die Veranstaltung losging, dort Leute standen, die quasi den Verlauf der Veranstaltung mit Megafon und so weiter beeinträchtigt haben. Das finde ich auch nicht richtig. Das waren aber auch nicht Mitglieder meiner Partei oder die Demonstranten, die bei uns teilgenommen haben. Trotzdem, der Stil macht die Musik und der Stil war nicht in Ordnung, Herr Frohnmeier. Als Kollegen macht man sowas nicht. Aber ich respektiere Ihre Antwort und ich glaube, wir können es darauf belassen. Ist Vergangenheit. Okay, dann die letzte Frage an Sie beide. Warum sind Sie oder Ihre, beziehungsweise Ihre Partei, das richtige Kreuz auf dem Wahlzettel, Herr Frohnmeier? Also ich denke, das ist ganz einfach. Wir sind die einzige Partei in Deutschland, die ganz klar sagt, wir wollen Freiheit, Selbstbestimmtheit. Wir glauben nicht, dass der Bürger einen Nanny-Staat braucht, der ihn in allen Lebensbereichen mit reinredet, der ihn quasi im Bereich der Mobilität Dinge verbieten will, im Bereich der Freiheitsrechte. Ne? Wir hatten es gerade quasi zwei Klassen von Geimpften und Ungeimpften und so weiter. Und da sind wir schon die letzte Partei im Bundestag, die hier ganz, ganz klar Opposition macht und eben auch das durchaus laut und entsprechend hoffentlich effektiv.
Das sagt Herr Pohlmeier. Was sagen Sie, Herr Bierdatz? Warum sind Sie das richtige Kreuz auf dem Wahlzettel bzw. Ihre Partei? Ich glaube, dass die Union, die CDU und CSU, Regierungsverantwortung die letzten 16 Jahre hatte und wir wollen das auch die nächsten Jahre haben. Ich weiß, das ist kein Selbstläufer. Politik heißt auch viel Demut zu haben. Und das Direktmandat, das ich von den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Böblingen bekommen habe, heißt für mich erstmal Demut. Und deswegen möchte ich auch die nächsten 4 Jahre gemeinsam mit einer starken Union weiterhin regieren. Und wir möchten weiterhin optimistisch in die Zukunft gucken. Die Transformation der Automobilindustrie, die starken Arbeitsplätze hier bei uns im Landkreis Böblingen, in der Forschung, in der Entwicklung, aber eben auch am Band. Die wollen wir die nächsten Jahre erhalten, aber auch weiter ausbauen. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, eine Landwirtschaft, gerade hier bei uns im Heckengäu, die wollen wir stark machen. Und deswegen glaube ich, dass die CDU, dass die CSU, dass die Union und dass Marc Bjerdatz eine gute Wahl sind. Und ich würde mich über Ihr Vertrauen und Ihre Stimme freuen. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank für Ihren Mut und Ihre Zeit, hier anzutreten und um unsere Stimmen zu kämpfen. Ich möchte auch mich bei allen bedanken, die dieses Event möglich gemacht haben, ganz besonders Samuel Deutsch, der gerade hinterm Bild an der Technik ist und einen wirklich sehr, sehr guten Job gemacht hat und auch die Organisation übernommen hat. Ich möchte mich aber auch bedanken beim Hip-Hop-Café und bei Martin Hiller, der auch mitgeholfen hat und natürlich bei der Stadt Herrenberg, die finanziell und organisatorisch mit eingeflossen haben. Daher noch die letzte Frage, noch irgendwelche letzten Worte von Ihnen, Herr Bierdatz? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie alle gesund und optimistisch. Ja, vielen Dank für dieses Format. Ich hatte es schon beim letzten Mal gesagt, ich finde es unglaublich wichtig und großartig, wenn sich auch junge Leute so politisch engagieren und einsetzen und eben auch über Kanäle, über Social Media es ermöglichen, dass jetzt für den Wahltag die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Okay, damit vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs bei euch Zuschauen, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch eine zufriedenstellende Wahl. Und damit will ich auch nur noch einmal ein Ding ankündigen. Und zwar morgen findet ein ähnliches Format statt, nämlich diesmal ein Stream-Duell von der SPD gegen die FDP. Und damit vielen Dank fürs Einschalten und tschüss. Oh, Livestream erinnert.